Hallo, hallo. Fallout. New Vegas. Ja, ein Let's Play. Eines der aus der wunderschönen Fallout-Reihe. Gucken wir uns mal das Intro an. Ja, das übliche Design. Einer mit der Maske auch gern genommen als Cover. Also zunächst einmal würde ich gerne gucken, was wir hier für Optionen haben. Also es ist so, das ist ein Blind Let's Play. Allerdings habe ich ja quasi alle Fallout-Teile schon gespielt, auch die ganz alten. Das ist allerdings schon so lange her, dass ich nur noch sehr wenige und vage Erinnerungen daran habe. Aber Fallout 3 kenne ich auch sehr gut. Also das Spiel ist blind gespielt, blind. Und die Serie ist für mich alles andere als blind. Sehr schwer. Und ich bin ein großer Fan von Realismus. Deswegen lasse ich die Einstellung jetzt erstmal auf sehr schwer und guck mal, wie das so kommt. Hardcore-Modus lässt sich jetzt nichts einstellen. Muss ich mal sehen, ob ich da irgendwann nochmal was dran ändere. Beim Ausruhen speichern ein, beim Warten. Ich nehme an, das heißt speichern. Kann man alles machen. Echtes Visier. Ich habe gehört, es gibt irgendwo eine Art Survival-Modus. Bezieht sich das auf den Hardcore-Modus? Mal gucken, was wir hier noch haben. Okay. Steuerung, Tastenbelegung, ja. Aktivieren E, das übliche. Laufen. Links umschalt, okay. Pip-Pop, ja. Pip-Boy-Tap. Und WETS V, das ist bei Fallout 3 zumindest auch wichtig gewesen. Jedenfalls, wenn man mit einer Fernkampfwaffe gekämpft hat. Schnell speichern 5 ist auch noch wichtig. Okay. Aber ich weiß quasi wirklich gar nichts über das Spiel und das habe ich auch bewusst so gehalten. Das ist nur blöd, ja, ich muss mich jetzt gerade nochmal informieren, was der Hardcore-Modus ist. Für euch ist das nur eine Sekunde, für mich sind das ein paar Minuten. Bis gleich. Ja, ich habe das gerade nachgeguckt und es ist tatsächlich genau das, was ich dachte, dass es ist. Und dann frage ich mich, warum... Also es geht hier um den Überlebensaspekt, nicht wahr? Dann frage ich mich, warum ich den hier nicht einstellen kann. Ist der nur spielbar, wenn man das Spiel schon einmal gespielt hat? Das heißt, man kann das gar nicht blind im Hardcore-Modus spielen. Ich mache noch mal kurz eine Pause und guck das nach. Okay, offensichtlich ist es so, dass man, nachdem man das Intro hinter sich gebracht hat, den dann enablen kann, also einschalten kann. Ja, ich habe wieder versucht, möglichst nichts, und ich habe auch nichts weiteres zu dem Spiel gelesen, sondern wirklich nur ganz konkret jetzt diese Frage, warum das hier ausgesperrt ist oder nicht gehighlightet ist, wie auch immer. Starten wir einfach mal ein Spiel und gucken, was passiert. ...2025.
Ja, und immer klassische alte Musik. A Kiss to Build a Dream On und so weiter. Ja, was ist das? 40er Jahre Musik? Sowas in die Richtung. Das macht den Charme des Spiels auf jeden Fall mit aus. Und dann der Schwenk zu dem abgefuckten zu der abgefuckten Zukunft oder Gegenwart. Genau. Als das atomare Feuer die Erde verschlang, überlebten nur jene, die sich in große unterirdische Vaults gerettet hatten. Als diese sich wieder öffneten, zogen die Bewohner in die Ruinen der alten Welt, um neue Gesellschaften zu bauen, Dörfer zu gründen und Stämme zu bilden. Im Laufe der Jahrzehnte vereinte sich das, was einst der amerikanische Südwesten war. Unter der Flagge der Republik Neukalifornien, die sich der Werte Demokratie und Gesetzestreue aus der alten Welt verpflichtete. Mit der Republik wuchsen auch ihre Bedürfnisse. Späher zogen ostwärts, um in der gnadenlosen Weite der Mojave-Wüste nach Land und Reichtum zu suchen. Bei ihrer Rückkehr berichteten sie von einer Stadt, die vom Brand der Sprengköpfe unberührt geblieben war, und von einer großen Mauer am Colorado. Die RNK mobilisierte ihre Armee und schickte sie nach Osten, um den Hoover-Staudamm zu besetzen und wieder funktionsfähig zu machen. Aber auf der anderen Seite des Colorado war eine andere Gesellschaft unter einem anderen Feldzeichen aufgestiegen. Caesar's Legion. Eine riesige Armee aus Sklaven, die durch Eroberung von 86 Stämmen entstanden war. Seit 4 Jahren hält die Republik den Damm. Gerade so gegen die Anstürme der Legion. Und die Legion zieht sich nicht zurück. Auf der anderen Seite des Flusses sammelt sie Kraft. Lagerfeuer brennen, Kampftrommeln werden geschlagen. Während all der Zeit blieb der Strip von New Vegas für Geschäfte geöffnet, kontrolliert von seinem geheimnisvollen Aufseher Mr. House und seiner Armee aus rehabilitierten Stammesangehörigen und Polizeirobotern. Sie sind ein Kurier, der im Auftrag des Mojave Express ein Paket zum Strip von New Vegas liefern soll. Doch die einfache Zustellung nahm eine unerwartete Wendung. Du hast, was du wolltest, also her mit der Kohle. Jetzt heul hier nicht rum, Kumpel. Wartet mal, wer hier drüben aufwacht. Es ist Zeit. Mann, hast du's bald? Vielleicht nieten die Kerne ja Leute um, ohne ihnen ins Gesicht zu sehen. Aber ich bin kein so ein linker Hund. Klar. Das war deine letzte Lieferung. Tut mir leid, dass du da reingezogen bist. Mir auch. Für dich sieht das sicher wie eine ausgewachsene Patchsträhne aus. In Wahrheit war es von Anfang an ein abgekartetes Spiel. Nett. Fallout 3 hat übrigens meiner Meinung nach mit das beste Intro, was ich kenne. Deswegen bin ich auch sehr gespannt auf das Intro hier. Mit dem Baby und so weiter. Ist einfach klasse. Also auch die Einführung meine ich generell, nicht nur das Intro. Sie sind wach. Na sowas. Hey, immer mit der Ruhe. Sie waren für einige Tage außer Gefecht. Warum entspannen Sie nicht erstmal? Orientieren Sie sich.
Mal sehen, wie groß der Schaden ist. Was ist mit Ihrem Namen? Können Sie mir Ihren Namen sagen? Das ist schon wieder gut. Richtig wunderbar, perfekt in die Geschichte eingebaut. Das Charakter erstellen. Das ist klasse. Großes Lob an Bethesda, die sowieso mit die interessantesten Spiele machen zurzeit. Mit die interessantesten Skyrim und so weiter. Okay. Namen der Figur. Da muss ich mich ja schon entscheiden. Spiele ich Männlein oder Weiblein? Ich spiele mal ein Männlein. Und ich heiße zwar eigentlich Oliver, aber ich nenne mich jetzt einfach mal Eric. Eric. Amerikanisch. Nicht unbedingt das, was ich für Sie ausgewählt hätte, aber wenn das Ihr Name ist, dann ist das Ihr Name. Ich bin Doug Mitchell. Willkommen in Good Springs. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, aber ich musste ein wenig in Ihrem Schädel wühlen, um das ganze Blei rauszuholen. Ich bin ganz stolz auf meinen Umgang mit der Nadel, aber Sie sollten mir lieber sagen, wenn etwas nicht an der richtigen Stelle ist. Oh Gott, ich hoffe, die haben jetzt nicht alle auch noch einen Nachnamen und ich hätte auch noch einen Nachnamen eingeben müssen. Okay, Charaktererstellung. Ja, das gefällt mir jetzt erstmal nicht. Das könnte ein Momentchen dauern. Ich unterbreche das Video mal hier und dann machen wir die Charaktererstellung in einem kompletten Video. Bis gleich.